Radio, heim gehen wir wieder mal ein paar Themen durch. Und heute direkt starten wir, heim tun wir da die... Die. Stell dich vor. Ach so, ich bin die Sano. Was auf dabei ist, der legendäre. Kannst du. Und die die legendäre. Alle. Was jetzt auch öfters dabei ist, die Alle ist jetzt sehr oft dabei. Wir überlegen jetzt gerade, vielleicht ist sie ja Teil vom Grundteam schon, weil irgendwie habe ich berechnet, vielleicht ist sie schon so oft da gewesen mit der Samu, aber ist jetzt egal. Ja, weil Samu, der Hell, ich schreibe ihm gleich so kurz da und dann ist er wieder weg. Heute ist er gar nicht da. Ja, der soll sich so schämen. Ja, einfach Freunde besuchen. Ah ja, stehen, wer ist eine. Ja, ja, sehr günstig. Also. Wir haben ja gerade Ferien. Ich bin bei den Ferien ganz am Anfang bei den Ferien ist so richtig so bis die Hälfte ist oder bis zu der Hälfte sind sie so richtig geil. Du warst halt allem was dienen, zum Beispiel. Wir waren bei der Annalena übernachten. Kunst ja also irgendwo übernachtet halt und du auch alle. Und alle Fotos. Ja und dann so dann davon so gestern bin ich aufgewacht, habe angefangen Geometry Dash zu zocken, dann bin ich irgendwie dann wieder schlafen und habe halt nichts erreicht an den Tag. Solche Tage kenne ich und da fühlt man sich am Ende vom Tag so scheiße. Ja. Ja. Hey, ich meine, wenn du den ganzen Tag am Handy bist und dann denkst du so, fuck, jetzt muss ich etwas machen. Meistens backe ich dann einen Kuchen oder so. Und dann fühle ich mich ein bisschen besser, weil ich denke, ich habe was erreicht, weil ich die Kuchel auch gerammt habe. Aber, ja. Ja, nein, ist genau bei mir das Gleiche. Wenn ich nichts weiß, was tue, dann tue ich auf, aber so als Übung auflegen. Und vielleicht ist da ein DJ da draußen. Aber kennt es den Moment? Es gibt so D-Doge, wo es richtig Bock hab's aufzulegen, jedes Lied einfach durchgehen lässt. Und dann gibt's so die Tage, wo es einfach keinen Bock hab's, das ganze Lied durchzuhören und einfach die Mitte skippt jetzt und dann einfach am Ende dann den Übergang einfach gleich macht's. Vielleicht versteht da jemand das. Aber ja, es gibt halt die Tage, wo ich einfach Bock habe, die ganzen Lieder durchzuhören und manche einfach nicht. Es ist schon so ein anderer Vibe dann. Bei mir ist es so, manchmal mag ich Musik hören und dann genau, ich einfach Musik genau und dann enjoy es richtig und manchmal geht es mir so auf die Nerven, weil ich irgendwie nie so ein Lied finde, das ich horchen will. Dann skippt man so haufenweise Lieder durch und denkt sich so, nix will ich gerade horchen. Ob man will Musik hören. Ja. Weil man einfach nicht mehr gewöhnt ist, nichts zu tun. Und was. Also ja, es ist so, dass. Ich habe mich jetzt schon verbessert so, weil früher ist so nicht so, wenn man nicht viel weniger als durchkocht, aber jetzt, desto besser man ist, desto mehr Bock hat man, glaube ich. Aber ist bei allen so. Ja, ich bin eigentlich ehrlich, es gibt zur Zeit jetzt nicht so neue Lieder, die richtig geil sind. Die alten fühle ich viel mehr. Ja. Nein, aber ich oft jetzt das Thema bei mir so. Wieso gibt es jetzt so geile, nicht geile Lieder und früher gibt es so richtig geil, so Michael Jackson, AC/DC. Ja. Aber meine Meinung ist, früher haben sie ja die ganzen Jahre Zeit gehabt. Jetzt sind wir in der Gegenwart und jetzt irgendwann kommt vielleicht auch ein riesiger Hit draußen und vielleicht dann 3 Jahre später kommt wieder ein riesiger Hit draußen, weil früher haben sie sich dann auch gedacht, na, die Lieder aus Heinz und Tog sind ja richtig blöd, früher hat es ja viel coolere gegeben, weil hey, die früher haben sie ja viel länger Zeit gehabt, weil ist ja Michael Jackson hat so wen hat denn er Lieder gemacht? Ich will nichts Falsches auch nehmen, keine Ahnung. Ja, ich nehme jetzt das Beispiel
jetzt der Dr. Dre hat ja zum Beispiel Still the R.E. jetzt 1990. Und der ist ja brutal lang her, weißt du? Ja. Ja. Ja, aber ich glaube, das hat ne, ich glaube, früher hat man das auch schon so gefühlt. Ja, ja. Weil es einfach ein gutes Lied ist. Ja. Aber jetzt zum Beispiel irgendein neues Lied, ist egal was, viel Deutschrap zum Beispiel, ist auch vielleicht schlecht. Ja, ist Müll. Weil es ja ums Gleiche geht. Ja. Ja. Es zum Beispiel, was ist denn der letzte richtig gute Hit, was rausgekommen ist? Ich weiß es nicht wirklich, was, keine Ahnung, aber es gibt ein paar Leute jetzt, die wirklich gut sein. Und ein paar Leute, die, wo ich einfach nicht verstehe, warum sie berühmt sind. Ja. Zum Beispiel Olivia Rodrigo, die hält mich so auf die Eier. Die hält Bottega, die hält, hat einfach, na, keine Ahnung. Ja, aber ich will nicht wirklich haten, aber so ein paar Leute, so, keine Ahnung. Haben unverliebt. Tyler, the Creator, der ist geil. Oder so, ein paar Leute sind schon gut zur Zeit, aber es ist irgendwie, Musik hat irgendwie manchmal so ein bisschen die Seele verloren, wenn du so Radio einschaltest. Du merkst gar nicht die Emotionen, die was in, von denen der Liedtext handelt. Weil uns helfen mag ich an so Musik, die was so vor so, was so eigentlich Opas horchen. Ja, oder auch das ganze Autotune, es ist ja nicht mehr die normale Stimme. Ja, stimmt. Ja, aber und irgendwo die ganze Zeit müssen Drops sein und so und durchgehen. So alles wird so irgendwie vom Computer gemacht. Und früher hat man so richtig manchmal auch gemerkt, wie so die Stimmung im Studio war. Wenn da zum Beispiel so, keine Ahnung, Queen und los, hell, ist so geil, die haben so viel umeinander experimentiert. Yeah. Oder so der Guy, der was einfach angefangen hat, mit so auf Flaschenhals bei der Gitarre umeinander zu dienen und der ultra geilen Sound erfunden hat. Das jetzt wird irgendwie alles mit Computer gemacht und sei es ein bisschen schade. Ja, weil alles will halt so perfekt sein, aber oft ist einfach, kann es ja nicht perfekt sein, ja, ist viel geiler. Und wobei, wenn manche Lieder richtig geil produziert sein und aber auch gut gemacht ist, wenn die Person gut singen kann und wenn ein paar richtig geile Musiker dabei sein, dann ist es richtig cool, weil es gibt ein paar Leute, die was jetzt nicht so ultra bekannt sein, aber die was richtig geile Musik machen, weil man daheim schon auf richtig gute Qualität aufnehmen kann. Und selbst finde ich ganz nice, weil ich rede manchmal so mit meinem Dad, weil er so auch so selber Sachen aufnimmt manchmal. Ich finde den Vibe von Schallplatten so geil. Ja. Na, weil Hem ist so ein Album, alles zusammen. Mhm. Und bei Dr. Dre, zum Beispiel, wo Still the R.E. Next Episode so drin ist, hast du 2001, als Album 2001, und Hell ist so geil, weil Hemsheim so am Ende startet, zum Beispiel bei Still the R.E., vielleicht habe ich es mal gehört, ein Helikopter. Mhm. Und niemand checkt halt, wieso. Mhm. Aber das nächste Lied hat mit dem Helikopter zu tun. Heißt yeah. Big O.G. Das ist das, was ich eigentlich schon einmal gesagt habe. Ah, ja, das ja. Los Angeles, wo er fliegt. Ja, ja, das ist der perfekte Übergang. Ja. Und ich finde es halt so einen geilen Vibe. Ja. Wir müssen es mal hoch und einfach Dr. G 2001 dann auf Still the R.E. einfach durchlosen. Dann das nächste ist perfekt miteinander. Du checkst nicht einmal, dass da Musikübergang war. Ja, es gibt auch so ein geiles Album von Kendrick Lamar. Da gibt es keine einzelnen Lieder, die hängen alle zusammen. Das ja. ist wie eine lange und dann, Schlange von so Musik einfach. Und hein tust, cool. tust du die alle skippen, weil es nicht mehr die Schlange gibt. Ja. Weil du denkst, dass so, oh mein Gott, jetzt kommt der Übergang richtig geil, du kann ich nicht skippen. Aber ihr hängt einfach so. Und man sucht sich so aus jedem Album so die zwei dopen Lieder raus und die anderen, true. Die hell hörst entweder gar nicht, wenn du Spotify ja. hast. Ja, meistens kennst du nicht. Und die sind ultra unbekannt oft einmal. Und irgendwie, ja, du suchst dir halt einfach die coolen Lieder raus und tust sie dann in deine eigene Playlist, wo du einfach alles dope Lieder drinnen hast. Und deswegen sind, glaube ich, ja unsere Ansprüche auf Musik extrem gestiegen. Wobei dann manche Lieder einfach dadurch hingemacht werden. Ja, ich finde auch so, weil
Wir waren ja jetzt einmal in einer Plattenladen. Hey, war so witzig, aber ich habe doch richtig die geilen Platten gesehen, so Michael Jackson, Eminem, ich denke so, oh mein Gott, geil. Und dann schaue ich drauf, weil ich das Cover kenne von Eminem, es war der rote Ding, wo, war der rote Vorhang. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, da sind so viele geile Lieder drauf. Und dann schaue ich durch, alles, die habe ich nicht gekannt. Außer, Ding, warte, es war nicht Slim Shady, sondern es war, glaube ich, sogar Without Me. Ich habe da alles gekannt, außer Without Me. Und ich denke mir so, wie viele Lieder hat er? Ja. Und du checkst es nicht. Ja. Du checkst es einfach nicht. Ja. Und auch, ich habe jetzt, aber wenn ich zum, mit meiner Fam noch zum Meer gefahren bin, habe ich mir so die ganze Zeit Dr. Dre 2001 und kocht ihn da so wenig gekannt. Aber alle Lieder sind so geil, haben so einen geilen Vibe. Ich fühle es einfach. Ja. Ich habe früher allem so an mich selber so die Challenge gestellt, dass ich, wenn ich eine Band los, dann will ich wirklich nicht leider die paar Lieder kennen, die was oben sind bei Spotify, so die Top-Lieder. Sondern auch die anderen, weil ich mir gedacht habe, schuss, bin ich kein richtiger Fan von der Band. Ja. Da habe ich wirklich, mich oft mal wirklich gezwungen, das durchzulassen. Ich habe zum Beispiel das ganze White Rabbit Album von Jefferson Airplane oder wie das heißt, umgelost, weil ich mir gedacht habe, schuss, bin ich kein richtiger Fan, wenn ich ein einziges Titel los. Du musst auch verleihen. du musst auch verleihen. Als den Sänger, den du bist, du musst auch vielleicht brutal viele Lieder rausbringen und irgendwann ist halt eins, das richtig brutal abgehört. Und wenn Gerd uns 100 Jahre später gefühlt viral zum Beispiel, ja, hey, ist aber oft, hey, ist oft so. Zum Beispiel Ding, warst völlig losgelöst, wie heißt von Peter Schilling. Aber hast du wohl ein Meme, oder? Ja, aber nein, hell ist so, früher ist richtig Augengang, dann ist so richtig unbekannt. Und jetzt, wegen die Discos und so, dann ist er vor allem wieder brutal Augengang. Und das sind so geile Remixes, ich fühle ja alle. Ja. Aber hell ist auch schon eins der legendären Lieder. Ja. Deutschen Lieder. Irgendwie, manche alte Lieder werden dann erst so richtig wiederentdeckt. Von irgendwelchen Leuten, was TikToks machen. Und dann geht der Sound viral. Ja. Zum Beispiel bei, keine Ahnung, voll viele Lieder, die was in Stranger Things sein. Richtig geile Lieder, sind viral gegangen. Und jetzt los eine Formel ultra viele Leute wieder Kate Bush oder was weiß ich, was noch ja, drinnen ist. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass TikTok so die Lieder verbestet. Du denkst ja so, Digga, das ist TikTok. Was ist denn das für ein Lied, Alter? Ja, und dann sagen so viele, du bist richtig der Fan von den Lied, du hast allem schon gekannt, dann hörst du so auf TikTok, so okay, geil, die Leute, und dann so tust du so bei so einer Gruppe gehen lassen und sie so, ah, Digga, das hast du eh live von TikTok, Alter. Ja! Was willst du denken? So, oh mein Gott, ich lose schon die ganze Zeit, was wild ist. Ja. Und dann so... Hell Rick und manche richtig auch. Ja. Ja, weil wenn die Leute das von TikTok kennen, musst du ja nicht live von TikTok kennen, oder? Ja. Ja, aber trotzdem, sie mohnen dann, dass du so TikTok, der hell macht mir so... Und manchmal sind die Lieder richtig scheiße, aber leider eine witzige Part, was in den 30 Sekunden Beispiel, hier ist, ist geil. Kennt ihr das Light Switch? Yeah. You turn me on like a light switch. Ja. Der eine Liedpunkt ist gut. Das ist einfach ja, das alles restliche scheiße. Lied ist einfach schlecht. Das tut mir leid. Aber ich schaue jetzt alle, weil Jojo, und ich habe so lachen, ich muss die ganze Zeit lachen. Weil du die ganzen Memes sind eigentlich aus JoJo so entstanden. Weil so das To Be Continue Meme ist eigentlich von JoJo. Weil das weißt du, was ich meine? Der Sound allem was kommt. Hey, ist ja von JoJo. Und ich musste allem so viel lachen. Weißt du, auf einmal so richtig die epische Fight. Gott davor sterben sie fast.
dann der Formel Herit in meine Musik und ich muss so lachen, weil ich so sage, passt einfach nicht zusammen. Ja. Weil so viele Lieder sind so aus Versehen zum Meme geworden. Zum Beispiel auch die, was machen Sachen? Hätte ich ja eigentlich eine Fernsehserie gewesen und jeder feiert das so viel, weil und zum Beispiel ich habe das sogar als mein Schul-Account, Google-Account, als mein Profilbild genommen, weil ich so geil finde. Was machen Sachen, Herr Liebi? Wir reden gerade über das Schaltjahr. 60 Jahre? Wo ist mir? Ich liebe das Meme. Oh mein Gott. Generell, auf Insta bei mir kämen durchgehend Leih-Memes. Wenn ich in andere Leute so meine, mein Handy gibt ihr null Angst, dass Leute wie so meine For You-Page sehen, weil es kämen null Thirst-Traps, außer irgendwelche Sluddy-Koch-Videos. Also ja, der Orange Dude. Ja, der ist so genial. Aber das hätte ich auch fast ein Meme, wie der so. Na, darüber reden wir nicht. Ja, das ist, vielleicht kennt es. Es ist ein Schweizer, der was Kuchen backt und Zimtschnecken mit Zuckerguss. Denkt an Zuckerguss, jetzt wisst ihr es. Okay. Und ja, bei mir gibt es schon schlei Memes und Töpfervideos. Ich kenne so eine australische Typerin, der war so. Nein, Entschuldigung, der war so flüssigen Ton in so Formen reingegießt und dann hast du das so richtig geil bemalt und die tat den flüssigen Ton tat ich so gern trinken. Das schaut so geil aus. Na, aber es ist so. Mein Instagram und TikTok-Account ist sowas von am Arsch. Weil so. Das sind zwei komplett andere Sachen. Bei Instagram kämen so getunte Autos, so Ding, was. Richtig geiler Spruch, richtig verkackt gerade. Aber bei TikTok kämen dann so die funnigen Sachen. Und dann so auf YouTube kämen auf einmal so AK Paintball Review oder wie sagt man, Unboxing und ich fühle richtig, aber das ist so wirklich so. Bist du auf YouTube Shorts? Oft einmal, ja. Oft einmal sind sie schon witzig. Bei mir kämen die dann alle in Dauerschleife. Das sind 5 Videos, die sich alle wiederholen. Halt, weißt du, aber ganz kurz, ja. Weil ich YouTube Shorts auch schaue, weil viele DJ Taylor alle auf YouTube Shorts sein, so. DJ? Übergänge, so. Weißt du, weil du schaust halt so andere Übergänge von anderen an und machst ein paar selber, so. Ja. Und dann machst du auch so, ich habe richtig geilen Remix gemacht, in so ein Remix von Next Episode und GTA San Andreas gemacht. Hast richtig geil, das nächste Mal lege ich es auch, hast richtig funny. Generell, wenn du maximal auflegst, müsstest du es kommen. Ja. Jetzt haben wir auch für den Benja Zocker. Alter, was ist denn da passiert? Na egal. der Benja so, hey, was nutzt du deinen Instagram-Account? Das letzte, was du da gepostet hast, war vor 2 Jahren. Und ich denke so, hey, stimmt. Fuck. Ja, ich schaue mir manchmal nicht einmal Storys an. Ich benutze Insta wie TikTok und das ist schon so peinlich, weil ich allem so. Ich habe kein TikTok, aber. Ich passe voll auf bei Insta, wenn ich folge, weil ich folge gleich meine Freunde und es ist niemand. Und bei TikTok folge ich gefühlt einfach jeden ins über 100 gefolgte Leute. Hast du gar nicht einmal so viel. Ja, stimmt. Na, bei YouTube kannst du es nicht ausdenken, bei meinem richtigen Account. Bei Hemcam dann so richtig cringe Kanäle, was ich so als kleines Kind noch schauen kann. Wow, hey, so. Kenntest du das? Du hast so, bist so als Kind und du darfst so, als kleines, richtig kleines Kind, und du darfst so das Handy von deiner Mutter nehmen und dann schaust du so richtig im Bullshit tun. Und früher habe ich einfach GTA geschaut, dass ich heute noch oft einmal schaue, weil ich einfach so witzig sein. Ich habe früher, boah, will ich das sagen? Ja, ist jetzt. Ich habe Victoria Sarina geschaut. Welches ist er jetzt? Hey, das heißt, du zwei Gitschen, die ultra hoch reden. Kennst du die? Ja, habe ich auch geschaut. Oh mein Gott, und die kaufen so ultra viel Müll ein und machen so Halls.
Geil. Und das, ja, die machen da so ultra bescheuerte 5-Minute-Craft-Sachen und so. Oh mein Gott, 5-Minute! Alter, hell war ich früher süchtig. Ja, ich habe das so oft geschaut. Und die haben auch gedacht, dann ah, so, schlau. So ein Schleimball, habe ich mal gesehen. Mhm. Und dann habe ich das Meme jetzt verstanden. So, alle richtig geile Zutaten, so richtig chillig. Und dann kommt der weiße Bastelkleber aus dem Baumarkt. Ja, und das ist so der Art Attack. Die haben deswegen es nicht versucht, deswegen ist es nicht gegangen. Ich verstehe nicht einmal, warum niemand Leim hat. Ich mein, nein, okay, das ist ja nicht, ein, das ist ja irgendwie besonders, die so geleitet, dass das ein weißer Bastelkleber ist. Nein, das ist einfach Leim. Nein, eben nicht. Nein, das ist Bastelkleber. Nein. Gibt es einen Unterschied? Nein, das ist irgendwas anderes, dass es da funktioniert. Ja, in manche Kleber ist so ein Mittel drin, das was allein ganz wenige Orte auf der Welt erlaubt ist, weil es ultra giftig ist. Und manche Slime-Accounts haben das irgendwo bestellt und die haben dann halt so geil Slime, weil ich habe da mal ein Video geschaut und der hat so einen riesen Kanister gehabt von so ultra giftigen Zeug, das was in ihre Schleime reingekaut hat, das ist schon ein Waschmittel und Pick drinnen oder so. Boah, also ist das verboten. Bei der Mülleimer in Chemie, wo Chemie da steht, dann denkst du durchaus, gibt es Atom drinnen, was ich umbringen kann. Ich allem so, wenn ich den das so sehe. Aber ich muss sagen, Insta und TikTok, das sind einfach viel zu viele Plattformen. Das kennen sie ja alles in so einer Plattform. Hey, stimmt. Ja. Weil es gibt irgendwie alles, was du auf Insta hast, gibt es irgendwie auf TikTok und auf Snapchat und auf WhatsApp sogar die Stories und so. Und das ist einfach so sinnlos. Und das geht sowieso jetzt alles. Jetzt hat so irgendein Typ mich umgeschrieben oder umgefragt, die hat so 70.000 Follower. Ich denke so, wow. Oh mein Gott, mir hat das so einen Unfall. Der hat so ein geiler DJ, oder? Ja, der hat genau. Mich zu Halloween hat der in Max aufgelegt. Und der hat mich umgefragt. Die war so, what the fuck, der hat ultra viele Follower. Und der hat so einen ultra krassen Sixpack. Und die war so, hä, wer ist das? Der hat die Max-Auge gelegt bei, ach so. Bei also Halloween. Und der hat mich und noch zwei andere Leute aus Brixen gefragt. Ich weiß es nicht einmal. Das ist ein Amerikaner. Und die war so, what the fuck, warum fragt der mich nun? Und dann ist der in Brixen. Und die war so, hä, warum wissen Leute, dass ich in Brixen wohne? Okay. Oder warum war es so ein random amerikanischer vielleicht, DJ, dass ich in Brixen wohne? Vielleicht irgendwas so, oder ein Kollege von uns war so Max. Nein, also, aber der hat mich ungefragt bevor Halloween. So. Was haben die denn noch getan? Das ist ultra komisch. Ja, ist creepy. Ja, das war echt creepy. Ich muss eigentlich nicht sagen, das ist wirklich so. Ja, der hat da die ganze letzte Storys, wie er so ultra teure Getränke trinkt und so. So, ja, genau. Bei einer Story war er so eine Kaffeetasse und daneben so ein Joint. Ja. Und ich war so, okay, warum folgst du mir, Bro? Aber ist eh ganz lustig, ich so. Sehr weirder Flex, aber eigentlich ist es kein Flex, ist schon aber weird. Krieg ich die Ohren? Achso, tut sich auf die Seite. Okay. Ja, wenn man in letzter Zeit. Wenn man in letzter Zeit bemerkt, also schaut halt, bemerkt man, dass TikTok und Instagram, die sich die ganze Zeit die Sachen anschauen. Also plötzlich gibt es auf TikTok die Stories und auf Instagram werden sie vorher. Aber so scheiße. Auf Insta gibt es jetzt die Reels und also. Ja, ist so scheiße, ist auch so ein Blödsinn. Weil das kennt sich ja alles so. Irgendeiner muss so herkommen und die KF in Kalle für so 100 Milliarden Euro. Und dann so alle, und der macht dann einen NetTube, wo alles einfach drin ist. Und alles übersichtlich und alles perfekt. Ja, ja, brauchst aber erst einmal das Geld. Ja. Um mal kurz Lotto gewinnen gehen. Ja. Aber was eigentlich so ist, obwohl Insta so viele Leute benutzen, ist einfach scheiß unübersichtlich. Das ist, oder vielleicht gibt es auch mir so, aber ich finde, sogar ich kann das besser sortieren. Irgendwie, dass es übersichtlich ist, dass es chilliger zu benutzen ist. Keine Ahnung. Ja, stimmt schon. Zum Beispiel, wenn es neue Beiträge sind,
Und dann tust du resetten, einfach einen Start und dann ist es wieder weg. Und man findet es nicht mehr, außer du gehst extra auf die Person und schaust es selber nochmal an. Man findet es nicht mehr. Aber weißt du so, der, wie nennt man den, die For You-Page ist aber hin, weil ich schau so an, dann sehe ich auf einmal so einen Surfer und ich finde den, ja, der ist chillig, der kann das gut. Dann like ich das, da kommen leider mehr Surfers. Ja. Also, also richtig Scheiß-Surfers. Und ich denke so, lass mich in Ruhe mit den Scheiß-Surfers, Alter, was will das? Bei mir ist das bei Pinterest. Kaum merke ich mir, oder kaum suche ich Leonardo DiCaprio. Oder Harry Styles. Ich habe nie Harry Styles gesucht. No. Und da vor mir kam bei One Direction zurück. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich mag One Direction nicht. Nein, das habe ich nie gesagt. Sonst wollen Leute nicht mehr Podcast horchen, weil es One Direction Fans sind sehr... One Direction ist cool. One Direction ist sehr cooler extrem. Song, Kevin. One Direction ist die beste Band, die je existiert hat, aber... Ich bin jetzt irgendwann einmal mit eigentlich sogar in Kona gewesen. Nein, nicht in Kona, in der Spar in Brixen. Und dann sehe ich schon Weihnachtskalender und Nikolaus. Wow. Und ich denke, Pain. Okay, ja. Aber findet ihr es? Ich habe also sehen ein Weihnachtsreel geliked. Jetzt kriege ich leider Weihnachtssachen. Boah, ja. Zell. Nein, aber ich viel zu November. Es ist viel oh zu mein Gott, Ian, heute bin ich über den Domplatz gegangen und die haben die scheiß fetten Christbaumkugeln auch gehängt. Ja, ich oh mein Gott. Ich hätte den Typ am liebsten gehabt. Ich bin heute auch neben den Domplatz gegangen. Jetzt haben wir einen richtig guten Kollegen getroffen. Ich so, Junge, was machst du da? Ich so, ich schau da so, dass keiner Weihnachtskugel auf den Kopf kriegt. Ja, so, oh, geil, okay, ich muss jetzt schnell weiter. Aber so, what the fuck, ich hab mir nicht gedacht, dass es Weihnachtskugeln sein, Alter. Ja. Nein, Junge, nein. Einfach nur zu früh von mir aus. Viel zu früh. Viel zu früh. Von mir aus Anfang Dezember geht's dann wieder. Ja. Ich bin aber noch davor, nicht einmal, zum Beispiel. Ich hab noch nicht einmal richtig gecheckt, dass der Sommer vorbei ist. Ich bin noch nicht darüber hinweg. Und jetzt kommt schon Weihnachten. Muss ich lieb also, Weihnachten, aber nicht so lang. Geht gut. Hell muss an Weihnachten sein. So. Ich verstehe es, wenn Ende November der Weihnachtsmarkt auftritt für die Touristen. Auch wenn Touristen. Kann das mal auch weniger gebrauchen. Aber. Nein, Entschuldigung, ich habe nicht unterbrochen. Ja, na so. Ja, ich weiß schon, aber. Weihnachten soll so am ersten Advent so anfangen, die Deko. Aber Weihnachtslieder kann man allmun hochen. Ja. Weil Weihnachtslieder sind so geil, so Last Christmas. Jetzt sind wir auch mal so auf Nacht. Sind wir da so bei so neben der Hauptstraße, nein, nicht neben der Hauptstraße, also neben der Straße gegangen. Mit so ein paar Kollegen, dann habe ich Weihnachtsmusik, so Last Christmas. Der Vibe war so geil. Ja, aber von mir aus kannst du so Weihnachts. Musik leih hochen, sobald das erste Mal Schnee war. Sammy ist erst der richtige Vibe. Ja, aber so. Ich meine, du bist so in einem Club und der Formel geht Weihnachtsmusik. Hell, ist so geil. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal gemacht habe, aber ich bin da sehr stolz drauf. Eigentlich ist es cringe, dass ich so stolz drauf bin, weil eigentlich ist es lame, aber. Also. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Das war's, bitte. Sorry, cool. Wieso haben die denn das jetzt gemacht? Ja! Weil hast du schon mal gesagt. Ich habe versprochen, dass ich das nie wieder tue. Ja, jetzt mache ich den Podcast. Nein, du hast schon Schaltet nicht hoch, Entschuldigung, ich tue das nie wieder. Du hast schon mal gesagt, dass du nie wieder singen tust. Es stimmt auch. In der ersten Folge sogar. Ich habe gesagt, dass ich nie wieder cringe im Podcast bin, aber halt, das ist einfach nicht möglich. Am Ende vom Podcast war ich irgendwie allem komisch und damisch, aber okay. Ja. Wie weit also haben wir dann? Halbe Stunde. Okay. Also. Was ist denn das Be Real? Also davor haben wir dort draufgeschrieben, Be Real.
Dann Konstantin hat es kurz erklärt, ihn so haben nicht verstanden. Okay, jetzt okay. Sag, ja, ihr habt es verstanden, ihr habt es nicht verstanden. Perfekt, also Be Real ist halt so eine App. Wie Social Media App. Das ist eine App auf dem Handy. So wie Insta oder so. Ja. Und Sam hast du halt Freunde wie bei Insta oder was auch immer. Und du kannst die anderen Posts anschauen, wenn du selber einen machst. Hast irgendwann am Tag kommt so eine Nachricht, jetzt ist Zeit für ein Be Real. Und Sam machst dann ein Foto mit der Front und da mit beiden Kameras. Und das sieht dann jeder, der mit dir befreundet ist. Und du siehst das von den anderen. Und was bringt das halt? Nix ist gleich wie Insta oder so. Oder wie Snapchat. Ja. Snapchat ist so scheiße, ganz gut sein. Was bringt denn Snapchat? Ja, nur WhatsApp. Und ja. All meine Kontakte aufgelistet. Schreibe mal so ohne Pass. Und so war es aber, du Snapchat mit anderen so unnötig Bilder schicken. Ja, du weißt halt, was die anderen Personen machen. Ja, was bringt er denn selber? Genau so habe ich auch wieder bemerkt, weil halt vorher über das TikTok und Instagram nehmen sich die Sachen gegenseitig. Auf TikTok gibt es jetzt TikTok Now und Cell ist es Be Real. Ja. Und man muss halt so, es kommt... Was ist noch Real? Das ist ja gleich Be wieder... Real. Be Real. Ah, Be Real, ach so. Ja, auf TikTok gibt es jetzt das TikTok Now und nachher kommt auch die Nachricht und du musst auch ein Foto machen, genau wie bei Be Real. Ja, ist ja alles Blödsinn. TikTok macht alles von den anderen Plattformen noch. Alle. Nein, aber was bringt denn ihr Snapchat im Endeffekt? Nein. Du hast ja da WhatsApp, perfekt alle aufgelistet, alle Kontakte. Ja, halt, du bleibst mit... Okay, du bleibst mit anderen Personen in Kontakt. Weil ich habe einen Freund aus Innsbruck. Den habe ich jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen. Aber durch Snapchat weißt du, jeder noch wie der andere ausschaut mäßig. Ja, ist eh. Ja, was bringen wir denn ja. Zeit? Außer so stimmt, der schaut ja so aus, haben wir ganz vergessen. Oh mein Gott, so schauen seine Socken heute aus. Oh mein Gott, das ist sein Kollege. Wow! Ja, oder ich habe jetzt Schule gewechselt und jetzt durch Snapchat bleibe ich allen noch in Kontakt mit anderen Leuten, mit denen ich ganz wahrscheinlich, wenn ich Leute die Nummer hätte, nie in Kontakt geblieben wäre. Also so. Ja, aber Kontakt, was ist denn für mich halt ausmachen? Ja, nein, aber halt so. Ja, was bringen ich dann? Ich kann Snap und so, oh, das erinnert mich an die und so und nachher halt beginnt man halt so Konversation und keine Ahnung, einfach so. Über Snapchat fängt schneller an, mit Leuten zu schreiben, als über WhatsApp. Ja, aber es ist so. Bei Snapchat, ich hab's ja mal gehabt. Und davor habe ich so viele Nachrichten gekriegt. Ich habe auch nicht mehr zurückgeantwortet. Ich habe Snapchat gehabt, das hat mich so überfordert. Und dann nein, die Suchtprobleme, die Flammen, was du da kriegst. Mm. Das, ich muss so wieder ein, ich brauche noch meine Flammen. Ist ja alles ein Blödsinn. Ja. Das ist ja alles so Sucht. Na, Flammen sind so unnötig. So unnötig. Und mit den Leuten, denen du wirklich noch snappen willst, mit dem snaps. Bei mir sind es gerade einmal 10 Leute, mit denen ich regelmäßig snap. Ich finde das als Blödsinn da. Ja, und generell, du wärst so schnell von irgendwelchen Sachen auf dein Handy süchtig. Und so Sachen wie Flammen und so, die machen das Leiden noch viel schlimmer. Und dann so, da sehe ich doch so ein paar Leute, die was... 1 Million Mal ein Snapchat geschickt hat und gekriegt hat. Ich denke so. Komm ich noch Freizeit? Ja, aber da musst du auch schauen, wie lang sie schon Snapchat hat. Wie viele, wie nennt man das? Kein Plan, so wie viel man gekriegt und abgeschickt hat. Ja, Snapscore. Ja, ja. Ja. Ja, ich glaube, ich habe jetzt die 180 oder so. 1000. Ja, aber ich habe das jetzt schon 2,5 Jahre. Ja, aber trotzdem. Ja, aber es geht schnell. Hast du so ein Leben? Ich hätte so, ey, ich hab Leben. Was du brauchst, dass ich ein so? Leben haben. Du brauchst. Ja. Und du? Ich hab 93.000 jetzt. Aber ich habe Snapchat schon seit 2 Jahren. Ja, aber es geht relativ schnell, weil dann kriegst du neue mit den Snapchat. Nein, ich habe mal Snapchat gehabt und ich habe den Snapscore da gehabt. Ja, aber halt an Snapchat. Ich hab mich gefreut, wenn ich 1.000 gehabt hab. Ja, 1.000 in so 2 Monate gemacht. Und dann so, ich denke, wow, ich habe 1.000 Snapscore. Und dann so, ah, Junge, was willst du? Ich habe 1 Million, denkst du so. Ja, okay, dann ist auch so ein
ich bin besser wie du. Und das ist auch so Streitmacherei dann irgendwo. Mhm. Ich finde das also Blödsinn von mir. Snapchat ist so richtig. Hast du auch vielleicht Blödsinn, weil. Ah, Kontakte. Du hast ja auch nur deine Freunde. Und. Für mich passen meine Freunde und ich brauche da nicht allem noch mehr und keinen neuen Kontakt. Und da, wenn so zum Beispiel die Freunde sind jetzt dann auch die ganze Zeit auf Snapchat und posten da so komische Bilder, dann denke ich mir so, also, ja, okay. Ja, aber zum Beispiel, wenn jetzt neue Leute trisch, so zum Beispiel bei Sapperlot. Sam, hast eher Snapchat ausgetauscht als die Nummer? Weil über Nummer kommst du trotzdem nicht. Weil ja, ich bin Insta. Über viele Leute von Sapperlot über Insta so in Kontakt. Wir schauen die gegenseitigen Stories oder schreiben manchmal ein paar Wörter. Und irgendwie hell war der einzige Grund, warum ich Insta wieder eingeladen habe, weil ich bin richtig süchtig gewesen, habe es dann wieder gelassen. Und dann ist mir richtig gut gegangen, habe nicht mehr einladen gewählt oder so. Und da habe ich mir es wieder eingeladen und seit Sapperlot war ich wieder komplett in den Instagram-Dings drinnen. Und jetzt, vorgestern, habe ich es wieder gelöscht. Und ich mache jetzt kein No Not November, sondern No Phone November. Nein, also. Oder halt No Insta November. Nein, ich. Und dann schaue ich, wie ich weitermache. Ich habe jetzt vor Woche gecheckt, dass man da Leid schreiben kann. Echt? Ja. Dann werde ich mal siegierig, dass ich da so richtig viele Nachrichten kriegen kann. Und dann haben ja alle Typen da gesehen, was mir mal umgeschrieben hat, so. How you doing? Mit so da 100.000 irgendwas Follower. So. How are you doing? Do you wanna go on my OnlyFans? Deshalb hast du mir nie geantwortet, wenn ich dir geschrieben habe. Ja, ich hatte deine Nummer noch nicht und die hat so, ja, schreib ihm bitte, weil dass er jetzt kennen muss. Na, schreibe doch auf Insta, weil die deine Nummer nicht haben und du antwortest nie. Ich habe das nie gewiss und dann habe ich ja doch mal gesehen, die Bierflieger. Ja, ja. Ja. Ich habe mal drauf geklickt, dann habe ich so als Nachrichten gekriegt. Oh mein Gott, du bist also schon ein bisschen ein Opa. Wenn du so über Insta. Nein, ihr ja doch, ihr ja schon WhatsApp, wieso brauche ich denn dann Insta? Weil die Nummer gibst weniger schnell her wie dein Social Media. Ja. Es ist ja so. Komisch, Na, weil es dauert auch weniger lange sozusagen, ja, ich habe so und dann ist es gemacht. Aber die Nummer muss eingeben, muss. Einspeichern, das dauert trotzdem länger. Das hat ja die da in China oder in Japan, um so die App, wo du es dazu hebst. Ja, aber das haben wir halt auch nicht. Ja. Aber das ist schon eigentlich eine gescheite Idee. Ja, so, aber ich dachte eher, so mein Snapchat hergeben oder mein Insta ist meine Nummer. Ja. Ich so ein Video mal sehen, so einer geht so her, hey, let's be friends in America. Yes, let's be friends. Das so. In Deutschland. Hey, let's be friends. Piss dich, du. Ja, so lachen in mir. Weil es dann wirklich irgendwo stimmt. Ja. Also, wir haben jetzt ein Spiel vorbereitet. Viele kennen das wahrscheinlich. Das heißt, wer bin ich? Ihr habt mal so ein Spiel gehabt, wirklich, wer bin ich? Und du hast so die ganzen Personen. Ja, hast nicht so ein Plastikband um den Kopf? Nein, nicht Cell, wo du aussehen kannst, wo so Personen schon so vorgegeben sind, aber ist jetzt egal. Ah, in der Wiener Key, glaube ich, heißt es halt auf jeden Fall. Mhm, ja. So, genau. Es sind alles so die Menschen schon. Ja, genau, die hat Menschen. Der eine ah, so dann tust du wegklicken. Ja, genau, ja, meine Oma dann sagt, hab ich Brillen an, weil sie es nie verstanden hat. So, dann so, Brillen, wieso du, weil, wer bin ich, oder, nein. Sie hat das irgendwie richtig falsch formuliert, aber egal. Ich würde sagen, ich schreibe für die Salo schreibt für Konsti, der Konsti schreibt für die alle schreibt für mich. Aber ja, haben wir passt. So ein Thema? Nein. Vielleicht irgendeine Person, also ich erkläre dir jetzt einmal eine Person Regeln. Oder an Tiere, an Möbel, keine Ahnung. Nein, Personen oder Tiere. Okay. Na, und Ziga. Zum Willkommen, na, so, die haben wir da so. Der Techniker. Wir schreiben da jetzt einen Nomen auf. Also, ich schreibe jetzt für die Zahl einen Nomen auf und sie muss sie später den Nomen mit Ja oder Nein Fragen beantworten. Wenn ihre Frage mit Ja beantwortet, darf sie nochmal fragen. Wenn sie mit Nein beantwortet, dann darf sie nicht mehr
weiter fragen. Man hört mir eigentlich nicht. Müsste es Personen sein? Hat mich nämlich gut gehört. Ich weiß es nicht. Personen? Ja, oder ich dachte schon. Irgendwelche Personen, die der andere Personen sicher war. Oder Tiere, was in Filmen vorkommen. Okay. So aber Filme, man so muss sicher sein, dass so der andere war. Ja, ja. Ganz genau. Sicher. Man hat okay, also so 100%. Also, schauen wir für die Salome. Also, was weiß ich, im Film kommt dann Drachen vor und nachher kann man auch einen Drachen. Ja, aber den Drachen musst du schon gut kennen. Und falls du es nicht lesen kennst, ist es eigentlich vielleicht auch ganz cool. Oder halt das, und der, was es gleich hoch und sowieso. Weil dann könnt ihr es mitroten. Bei Joan. Also halt, wenn, ja. Nein, wir gehen einfach zu ihnen und sagen das in die Kamera. Na. Okay. Ich glaube, das ist okay. Ich fall der Benni schreibt, blendet sein, nach Schatz. Ich so eine Schrift da lest. Der Benni kann es im Fall einblenden. Kannst du uns den Stift geben? Easy. Okay, also, gut. Ja, genau. Also, ja, ist lustig. Warte, du kurz deine Ohren zu. Nein, das ist in Ordnung. Er hat das. Du redest einfach weiter. Die Salome ist die Macht von Simpsons. Hast du es gehört? Nein. Okay. Ja, ich hoffe, das kennen alle. Keine Ahnung. Salome, komm her. Ja. Ich schau mal, ob es der Maxi war. Sollten alle kennen. Nein. Das klappt nicht. Scheiße. Ja. Ah, ja, kennt man. Maxi hat's gelesen. Nein. Das ist gut. Wir glauben, wir brauchen Klebestreifen. Ja, also. Scheiße, Entschuldigung. Marge, ich bin voll schnell im Leben. Die Marge, warst du mit die langen blauen Haaren? Ja, ich habe nie an Simpson geschaut, also. Bring mich bitte nicht um. So geht's. Also, soll ich es jetzt halt in der Kamera zeigen oder halt. Einfach ins Mikrofon flüstern. Ja, weil also. Hört flüstern. Hörst du? Nein. Ja, wenn du so, du kannst ja auch vielleicht so, hallo, ja, okay. Hell Herz her. Also, der Maxi ist ein Teleskop. Okay, gut. Okay. Ich glaube, man hat es nicht einmal gehört. Also, wohl, der Benni hat okay, passt. Alle, jetzt musst du kurz weghochen. Wart. Okay, alle. Alle kurz anzuheben, danke. Wieso schließt die Augen? Stell mich nicht. Passt. Moment, ich muss nicht mehr reden. Fuck. Wir fassen nicht mit dem dir. Junge, was soll ich denn jetzt schreiben? Salome, gib den Stift her. Ja, was? Sie hat selber noch nichts geschrieben, glaube ich. Ach so. Ja. Okay, kann das sein? Oh mein Gott, ja, du her. Was also, bis du so viele Freundinnen hast, darf ich von Hey, what was mine? Oh, yeah. Alles will. Du hast es auf dem Kopf, Maxi. Cool. Ach so. Also, wir müssen es jetzt hier. Ich bin so inkompetent, ich weiß. Bei mir klebt es jetzt. Ah, ich muss noch. Keine recherchierende Schrift, Konsti. Was? Recherchierende Schrift. Ja, geil, ist nicht einmal so schlecht. Also, ich habe mir Mühe gegeben, aber. Tja, aber so, schau, ich bin jetzt da. Wie ist es? Ich bin jetzt ein Cäsar allein mit so einem Bärenkostüm. Ich weiß nicht, ob du es alle kennst. Also, ob ihn kennt. Voll, aber ob der Maxi kennt. Ja, das ist egal. Halt, ist egal, oder? Ist egal, ich muss nicht kennen. Du kennst ihn nicht. Ja, hoffen wir es. Hey Junge, wir kennen ihn nicht, also ich kenne jeden. Ich kenne eigentlich alle. Warte, ich sage, wir brauchen einen Stift wieder. Mhm. Oh, wen nehme ich denn? Ich hätte eine Idee. Für mich? Für die Salo. Komm her. Das ist so. Kennst du nicht? Nein. Das ist schlecht. Ich muss das bei dir ist ja viel zu viel hoch. So, jetzt gib den Stift. Zack. Nein, es hebt nicht. Nein, schau, du so wie ich, Junge. Ja. Weil bei deinen Haaren sieht man es eh nicht. Oh, ich weiß, ich habe auch sicher so bescheid aus. Ja. Okay. Ja, du schaust schon aus wie so ein. Okay. Nein, bei dir geht es sogar. Sag mal. Warte. Du, lass jetzt einmal. Nein, das hebt nicht, du hast von Bikini. Ja, jetzt gibt's den noch. Hast du einen Klebestreifen? Hast du einen Klebestreifen?
So. Okay, ist mir richtig sexy. So, achso, okay, ja. Okay. Kennst du das? Ja, logisch. Okay. Na, warte, die Pause. Nein, es fällt noch. Ja, wo ist der Stift? da. Okay. Warte. Warum mache ich so gut? Ich muss kurz überlegen. Das nervt so richtig. Ja. Nein, bei mir geht es sogar. Ich bin ein bisschen dumm. Da. Wisst ihr, wie das Lassotilette, also das Käse da, als ob es jemand da geklebt hat? Oh, jetzt habe ich kurz. Okay, schreib auf! Roar. Okay. Ist das noch, wo ich so voll oft roar sagen kann, oder in so einer Melodie? Was ist das gegangen? Roar! So ist es gegangen. Ja. Das war genial. Sachte. Au. Sachte. Kennst du safe nicht? Wohl, kennst du. Safe? Ja. Okay. Weißt du, dass ich das kenne? Ja. Okay. Also, dann musst du die Fragen beantworten. Ich sag, der Maxi fängt mal an. Ja. Bin ich ein Mensch? Ja. Ja. Bin ich männlich? Nein. Okay, ich mach okay. weiter. Bin ich eine Frau? Nein. Fuck. Bin ich männlich? Ja. 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 Ja, bin ich Schauspieler? Nein. Okay. Bin ich ein Mensch? Ja. Ja. Okay. Bin ich männlich? Ja. Ja. Habe ich lange Haare? Nein. Ja. Okay. Bin ich weiblich? Ja. Ja. Bin ich eine prominente Dame? Ja. Ja. kenn ich mich safe? Ja, safe zu 100%. Warst du safe? Nein, die Person kennt man. Ja. Die kennt man auch. Warum haben wir über das Thema schon mal geredet? Na. Man kennt ihn einfach. Man kennt safe, Maxi. Das kann jeder sagen. Was krieg ich denn, wenn ich sie nicht kenne? Er kriegst nix. Ist seine Schuld. Weil er hat gesagt, dass du es nicht erkennst. Ja, hast du auch gesagt. Jeder kennt. Jeder kennt die Person. Ja. Okay, also. Jetzt, du bist auf Nagel geantwortet worden, oder? Ja. Ja. Okay. Bin ich berühmt? Ja. Nein, wirklich ja. nicht. Ja, wirklich Junge, nicht. Also, ja. Nein. Ja? Ja? Ja, bist du. Okay. Bin ich ein Südtiroler? Nein. Ah, imagine. Oh mein Gott, jetzt habe ich gemacht, okay, bin ich Moritz Holzinger. Ja, kurz gekauft. Nichts gegen Moritz, aber. Okay, bin ich ein Mensch? Ja. Ja. Okay. Also, bin männlich, ja, das war's. Okay. Bin ich ein Sänger? Nein. Okay. Imagine. Also, bin ich ein Film? Ja. Ja. Okay. Bin ich berühmt also? Ja. 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 Okay. Ist das Film ein Fantasy-Film? Nein. Okay. Okay, mach ich. Spiel ihn aber. Was ist als letztes gefragt, wo er es ist? Ah. Spiel ihn einen Film mit? Komm. Wohl, kurz. Oder? Ich soll die. Nein, eher nicht. Also du bist nicht für den Film berühmt. Ja, okay, aber ich spiele trotzdem mit. Kann sein, aber du bist bin nicht berühmt. Bin ich Sängerin? Ja. 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 Ist das mein Beruf? Ja. Ja. Bin ich ja Influencerin? Nein. Also safe auf Insta, so aber... Ja, halt nein, safe. Ich Influencer. Nein, sie... Sie verlieren Geld damit sein. Ja. Nein, okay. Billie Eilish ist ja keine Influencerin, obwohl sie die meisten Likes auf Insta hat. Okay. Okay. Jemals. Hang on, Billie Eilish, bin ich dann. Nein. Okay. Ich bin ein Mann, ich bin berühmt. Da kannst du sagen, aber er ist nicht berühmt. Ja, ja. Okay. Also. Bin ich Schauspieler? No. Nein. Okay. Bin ich ein Dude, den man persönlich kennt. Nein. Okay. Also ich bin in einem Film, ich bin männlich, ich bin berühmt. Wer bin ich? Ich habe keine lange Haare.
habe ja ein Alter zwischen 20 und 30 Jahre. Was? Na, schon älter. Alter zwischen 20 und 30 Jahre. Na, älter. Okay. Ja, schon älter. Ja, ist logisch. Okay, also über 30 Jahre. Ja, keine Ahnung. Also ich bin eine Sängerin. Bin ja. ich über 30 Jahre? Ja. Ja. Kennt man mich ja oft in Südtirol? Also wahrscheinlich kennen die viele Leute in Südtirol, aber... Es kennen die viele Leute auf der ganzen Welt, deswegen, ja. Ja, also man kennt die halt, aber nicht so ganz. Jawohl, also man kennt mich in Südtirol. Ja, ja. Safe. Na da, ich war ein Rinkele, was ist denn das? Ja, ich kenne mich so nicht aus. Ja, ja, easy. Ah, Maxi, der kann ich safe. Ja, ja. Ich kriege Döner, wenn ich es nicht kenne. Du kriegst nichts. Oh, ich kriege Döner. Dann. Weiter. Bock auf irgendwas. Bin ich. Honey. Bin ich. Was? Bin ich englische Sängerin? Ja. 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 Na. Aha. Na. Ich das gleich. Okay, weiter. Okay. Na. Du bist keine Englisch. Nee, ja, aber du singst schon auf Englisch. Ja, eben, halt. Helmoni, ja. Ah, okay. Ach so. Ja. Aber sie ist keine Engländerin. Was? Sie ist keine Engländerin. Oder Amerikanerin. Ja, eben, deswegen ist sie Amerikanerin. Nein, ja. Ich singe in Englisch. Ja, okay. Ja. Ja, halt durch. Ich kann Englisch flüssig reden. Gut, flüssig reden. Ja, klar. Na, Hilfe. Du wolltest Rappen ich spielen und jetzt. Also, lass mich kurz nachdenken. Habe ich gefilmte Haar? Nein. Okay, keine Ahnung. Nein, ist nicht gefilmt. Bin ich eine Figur in einem Film? Ja. Oh. Ist das. Fantasy-Film. Ja. Ist Harry Potter? Nein. Also, ich bin kein Schauspieler, kein Musiker. Das bin ich nie. Okay. Bin ich berühmt? Ja. Ja. Ja, habe ich irgendwas erfunden? Ja. Aber bin ich für das berühmt, so, für die Erfindung? Nein. Okay. Also ich bin in einem Film, kein Fantasy. Ja, ich habe eigentlich keine Ahnung, was gucken. Haben die etwas erfunden? Ja. Ja, logisch. Ja. Ach so. Okay. Ja. Okay. Ja. Also ja, dann ja. 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 Okay, ich habe etwas erfunden. Ich bin in einem Film und habe etwas erfunden. Bin ich wegen des, was ich erfunden habe, ganz berühmt geworden? Ja. Ja. Ich weiß jetzt etwas. Das bringt sie voll auf eine falsche Fährte. Ja, ist ja egal, aber sie hat es erfunden. Ja. Warte, ja. Habe ich Kinder? Nö. Nein. Okay. Das war schlimm. Lebe ich noch? Ja. Ja. Bin ich aktuell? Für manche Personen. Ja, also ich mache nur Lehre. Ja, ja. Ja. Früher war ich viel besser. Ja. Keine Ahnung. All safe. Ja, früher sind die Lieder viel besser gewesen. Ja. Ich kenne kein einziges Lied von ihr. Okay. Ich kenne mich bei den Sachen so gar nicht aus. Lass mich nachdenken. Wer ist noch Englisch? Mir fällt gerade leider Samen Namen. Okay. Was denn wieso? Oh mein Gott, schau, du bist die Samina Mina. Du kannst ja fragen, was für Art Musik du machst. Maxi, mach mal weiter. Mach ich Rock Musik? Ja oder nein? Nein. Nein. Friedlich. Okay. Also, ich bin eine Figur in einem Fantasy-Film. Ja. Ist das eine Filmreihe, wo es viele Filme gibt?
Ja. Ma? Ja, ja. Okay, okay. Ist's Anime? Ja. Ja. Ist One Piece? Ja. Ja. Bin ich da? Geil mit dem Strohhut. Ja. Wie heißt der nochmal? Dai. Also, Nein, aber scheiße, das ist ja auch kommt schon drauf. So, irgendein Nomen. Irgendwas. Du kommst schon drauf. Na, du weiter und sie kann Nahe machen. Okay. Also. Jawohl. Wär's schon drauf kommen. Okay. Ist gerade belastend. Ist mein Job wichtig? Ja, sehr. Sehr wichtig. Ja. Also, kann man ohne mich nicht leben? Man kann. Ist eine geile Frage. Ist eine geile Frage. Wie nicht leben? Ja, man kann nicht ohne die leben. Ja. Okay. Also, na. Okay. Was? Ah, bin ich jetzt? Ja. Muss logisch denken. Ja, ich bin überfordert. Du auch, Maxi. Ja, logisch denken. Ja, aber. Oh mein Gott, das haben ich jetzt an also Stulai. Ah ja, stimmt, ich habe vergessen, dass ich im Film bin. Kann ich singen? Ja. Ja, komm. Ja. Ja. Was hilft? Nein. Ist das Film berühmt, wo ich bin? Also, ja. 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 Bin ich in mehreren Filmen? Nein. Nein. Ich nur an, okay. Dann lass mich kurz nachdenken. Habe ich das Lied schon mal aufgelegt? Nein, sehr schön. Ah, das hat er schon wieder. Hast du irgendwie irgendwas mit I, Y, Schuss, Lucky, Rocky, na? Ja, circa. Ja, Mann, fuck, wie heißt der? Da, ich weiß, ihr auch kein Million Film zeigen. Ja, ich weiß. Ja, aber na. Da, ja, nein. Was? Sag jetzt irgendwas. Na, es ist. Ich bin der künftige König der Piraten. Ich bin. Weiter, Konsti. Okay. Was auf der Zunge. Ja. Ja, ja. Ja, ja, überleg gleich. Also, habe ich zum Beispiel Auto erfunden? Nein. Nein. Ja, was habe ich erfunden, bitte? Hatte. Na, wohl, im Film. Ah, ja, stimmt. Na, sei still. In welchem Film? Also, ist rot. Was? Sei still, seid alle still. Seid ihr drauf still. Okay. Es spoilert. Ich bin in einem Film. Habe ich das Film gesehen? Ja, sicher. Ich bin mir nicht sicher. Wohl, Alter, sie logisch. Nein, beim Film war es nicht. Ja, wahrscheinlich hast du ihn gesehen. Also, man kann es bei dir glauben. Ja. Aber. Ich weiß man nicht, einfach so. Also, ich hoffe. Vielleicht. Vielleicht. Du denkst viel zu kompliziert. Ja. Thank you, Salah. Ja. Ja. Aber komplett. Du stellst letzte Fragen. Ja, der Arne ist schon nicht auf dem richtigen Weg. Du willst so chillige Musik machen. Boah, ja, also, eigentlich schon. Ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber ja, schon ganz schön. Ich glaube, ein bisschen dabei. Ja. Und bin ich der, was mit dem Klavier gespielt hat, und der Mann ist der mit dem Cowboy-Hut. Du meinst ja, Lady Gaga. Ja, genau, Leder. Nein. Er macht ja ein bisschen Chill-Musik. Ja, ja. Die haben auch vor allem komplett überrannte Musik. Ja. So. Aua. Voll viele von ihren Lieder waren bei unseren Theaterlöschen. Da, ich hopp. Ah, ja. Nee, das schaffst du. Du bist dran. Hallo, du bist. Ich bin Rocky, na. Na, falsch. 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 Nein, nochmal, darfst du nochmal. Jackie. Nein, eben nicht. Verdammt, wie heißt der? R-U und Y stimmt. Raffi! Ja. Ja. Ah, finally. Schau, die Salome, check dass sie das herrschte Kuh von uns hat. Okay, ich spiele in einem Film mit. Ja. Ja, ja, gibt es mehrere Filme? Ja. Nein, ja. Du spielst nicht in einem Film mit. Oh. Das stimmt nicht. Ahaha, nein, Junge, also, nix. Hey, wir. Du spielst nicht in einem Film. Aber ich mit. Bin in einem Film. Ja. Ja, du also, spielst ja Figur. Du bist ja nicht auf die Figur. Hey, stimmt ja. Nein, aber du spielst.
keine Ahnung, sagen wir, der Schauspieler, der Leonardo DiCaprio, spielt nicht in einem, der spielt in einem Film nicht, ja, halt, der halt spielt in einem Film nicht mit. Aber eine Figur, zum Beispiel der Jack, den er spielt, der spielt nicht in einem Film mit, der ist eine Filmfigur. Wie soll denn eine Person wissen? Zwischen Schauspieler und Filmfigur. Also ich weiß nicht einmal. Bin ich als Filmfigur? Nee, ja. Ah, okay. Ich weiß nicht mal, wer der Leonardo DiCaprio ist. Was? Schlecht. Alle deine Lieblingsfilme seien mit ihm. Inception. Ah, der da von Titanic. Ach so. Der mit den zugezählten Haar. Ja, ja, das ist schon. Ja. Ah, der mit der 25-jährigen Feindin, 27. Ja, genau. Ja, genau, der. Ja, hey, das brauchst du ja gleich so. Ja, dann weiß ich schon wer. Also, ich bin immer für die. Also, ich darf mich nicht so brutal auf den Film konzentrieren. Ja. Okay. Also, ich habe etwas erfunden. Ja, du hast etwas erfunden, aber nein, du denkst ja zu sachlich. Bin ich in der Serie? Nein. Wer bin denn ich? Bin ich so eine Klavierspielerin? Ja, wahrscheinlich. Ja. Sie kann Klavier, ja. Spiele ich oft allein? Ja. Na, dann ist es am Ende. Also, das ist jetzt die Schlucht vor mir. Kann ich da zu der Musik einschlafen? Ich dat nicht so. Du schläfst jetzt normalerweise zu Rammstein ein? Nein, ich schlafe bei Techno-Musik. Genau, du kannst bei allem einschlafen. Hanni, kennt man mich unter Zwornamen so, Vorname und Nachname? Ja. Fang mal nochmal mit D an. Ja. Nein, ich leige rot jetzt. Was? Was? Nein, zu 26? Das schaust du. Die Dina. Na, falsch. Tina Turner. What's up? Du hast praktisch den Mund schon. Es ist falsch, Max. Ja, egal, was. Okay, also ich bin eine Person in einem Film. Ja. Also nicht der Schauspieler, sondern die Person. Ja. Okay, bin ich in einem Fantasy-Film? Ja. Okay, bin ich zurück in die Zukunft? Nein, okay. Ich komme schon auf See. Wegen Auto erfunden. Wegen dem alten. Ja. Okay. Alle. Ich weiß, wer ich bin. Wohl, dein, du kennst mich. Stell mehr Fragen über deinen Beruf, weil du hast eine falsche Idee von deinem Beruf. Über meinen Beruf. Du, irgendwas. Scheißegal. Eine bekannte Person von deren Beruf. Da gibt es drei oder so, wo Leute berühmt sein. Ja, das stimmt. Sie ist der bekanntesten Ding. Nein, dein, was tust du? Dein, Penny. Hast du nicht erraten? Ja, jetzt check. Ja, jetzt langsam. Beginnt mein Name mit E? Ja. Ja. Also, Benni, das war jetzt ein bisschen zu leicht. Ja. Ich kenn den nicht, ich hab den alleine mal gehört. Ist egal, du hast schon. Swift. Ja, schwieriges. Ich krieg einen Tipp, okay? Ich hab dir mal Auge gelegt. Was labert das? Voll einfach. Nein, Auge gelegt. Du kannst dir so viele Fragen stellen, wie du willst. Okay. Egal, ob ja oder nein. Okay, bin ich jung. Na. Okay, also bin ich alt. Ja. Also mittleres Alter oder ganz alt? Ganz alt. Okay. Dass du da als letztes Frau kommst, ist echt zum Schamen. Stimmt. Ja, eigentlich schon. Okay. Ja. Du denkst viel zu brutal noch. Entschuldigung. Wir denken alle viel zu kompliziert. Ja, aber ich bei den Dingen halt. Ja, es tut mir leid, aber ich verstehe es nicht. Wo kommen die Filme? Okay, in den Du weißt, Film. Dass du in einem Fantasy-Film bist. Ja, bin ich in so einer Reihe wie Star Wars. Ja. Star Wars? Nein. Flucht der Karibik? Nein. Herr der Ringe? Nein. Nein, Gunsti! Indiana Jones? Nein! Hey, Junge! What the fuck? Fast and Furious? Nein! Dude! Was denn? Hey, Junge! Nein, Junge! Die berühmteste Fantasy. Dude! Nein? Es ist das berühmteste. Nein, danke! Es ist das berühmteste Franchise ever! Er kommt an. Es ist auch
Ja, eben. Ja, genau. Ja, du liebst es. Ja. Der Dom liebt es auch sehr. Der Dom. Alle lieben es. So jeder liebt es. Ah, Harry Potter. Ja, oh mein der Gott. Harry. Nein. Ja. 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 Oh, finally. Hey, Junge, was? Digga, du hast ja so 9 Zauberstäbe bei dir daheim. Ja, mindestens. Ja, ja. Da ist auch nicht drauf gekommen. Ja, nach wie kann schon... Ah, dir egal. Ja, es ist schon so. Ja, passiert. Und dass du auf nochmal Ruffy nicht drauf gekommen bist. Es tut mir echt leid. Ich bin ja, mit Film geschaut. Ich weiß. Okay. Aber heim ist der Ruffy jetzt nicht was so gut. Okay, ich war mehr der Typ, von dem, was er halt gezungen hat. Nein, aber ist One Piece nicht eigentlich eine Serie? Ja, aber ja, da Anime gibt's Serie. Den Film ja, aber dazu. Der, der, es war der Buch. Hat One Piece Red, One Piece Gold, One Piece... Nicht im Kino jetzt? Ja, One Piece ja, Red haben wir zusammen im Kino schon gegangen. Boah, ich bin einem nur dankbar. Was hat der Eminem noch erfunden? Gütig. Ah ja, was hat der Eminem erfunden? Ich weiß es ja auch nicht. Ja, die Lieder einfach. Ja, ist das der Dumbledore, der hat ja, safe egal. Brutal viel Zeug erfunden. Mir fällt zwar gerade nichts ein, aber er hat sich was erfunden, oder? Ja, wo hat er nein, er hat ja das sicher so fliegendes Auto gemacht. Nein. Ja, er hat sicher irgendwas erfunden, zu 100%. Er hat eigentlich schon vieles erfunden, oder? Ja, ja, er hat sicher... Das Denkarium hat er vielleicht... Ah ja, genau. Ja das eine Lichtabsaugsache. Ja. Eben im Kloster sehen. Ja. Ja, ja. Dumbledore ist so ein Ehrenmann. Ich kann ihn einmal sehen in den Film. Da vorne jetzt so eine Mumie, die Augen seien nicht vorhanden. Also, also. Reden wir gerade schon über Harry Potter, oder? Ja. Ja, der das komische Gesicht. Ach so, ah, Voldemort. Ja, du. Ah, der Voldemort. Ah, so hell ist der hier die ganze Zeit an Voldemort gedenkt. So. Ja, ich bin auch ein bisschen dumm. Du hast der Dumbledore dann. Der Dumbledore ist der Direktor von der Direktor, der Alte mit langem Bauch. Ach so, der Ehrenmann, der, ja, ja. Der zweite, der Gandalf 2.0. Ja, ja, ja. Der oh mein Gott, okay. Ja. Boah, ich liebe ihn Gandalf über alles. Besonders der. Was? Die schauen genau gleich Digga, aus. Digga, ist halt so, so na, weil der Gandalf ist so, der da. Ja. Das dünn, dünn. Ich liebe den Lied, Alter. Boah. Es gibt auch so schöne Dumbledore-Memes. Ja. Ja, mal ist Maxi. Guys, ich glaube, wir sind so ziemlich beim Ende angelangt. Ja. Mm, ja. Mit denen jetzt, sag ich mal, noch alle Lieder auf die Playlist und dann. Oh, scheiße, ja. Kann mir jemand bitte den Stift geben, weil dann schreibe ich mir die Lieder auf, die was in die Playlist immer sind. Sonst muss ich auch noch losen, wer welches Lied genommen hat, das ist ultra verwirrend. Okay. Also Maxi, welches Lied nimmst du? Nein, ich fange nicht an, du fangst schon an. Ja, nicht. Ja, nicht. Sala fangen. Ganz kurz überlegen, wie das Lied heißt. Fuck. Ich muss schauen, wie das Lied heißt, weil das ist cool. Na, genau, in dem Cracker Island. On Cracker Island it was born. Ich hab gesagt, ich sing nie. Ich nehm. Okay, ich hab noch einen zum Fall. Das ist I'm Still Standing. Warte, ich kann doch nicht schreiben. Von wem? Was denn? Meins? Ja. Elton John. So, ja. Elton John ist so cool. Er spielt. Hab ich seine Film gesehen? Ja. Das ist genial. Das ist besser wie der, wo es um Queen geht. Oh, boah, in dem Ding. Na, du erst. Also, weil es im Podcast war, Paper Rings von Taylor Swift. Paper. Ich kenne leider das I Know I Need. Wie heißt's? Was? Seine gedownloadet. Na, wie heißt's? Ja, ist egal jetzt. Na, ich nehm. Das nehme ich nie. Kurz nachdenken und. Das ist ein gutes Lied. Remember the Name. Oh, das ist. Ja, ist gut. Das passt. Wie hat Name der Ding geheißen da? Ah, das hat nicht so. War, warte, er war nicht so. Da. Nein, was nicht mehr. Der hat ja sein Nomen. Ah, der Fort Minor. Ja, genau, der Fort Minor. Minor. Also dann Bitcoin meinen. Minor. Ja, ja. Na gut. Hey, war, das dann war jetzt die sechste Folge. Stimmt.
das ist das Ende der 6. Folge. Und folgt alle eigentlich in Instagram. In unseren Podcast auf Spotify, aber auch auf Insta könnt ihr uns gerne folgen. Und alle Fische stipizieren. Und alle Fische 5 Sterne geben auf Spotify. Und eine schöne Woche haben. Die Ferien betrauern, weil wenn es rauskommt, sind die Ferien schon vorbei. Na. Oder am Sonntag sind sie quasi vorbei, oder? Ja. Ja. Also, I wish you good night. Good night. Yeah, Mister. I love you all. You are safe here, you are loved. And we are an ASMR podcast. Yes. Goodbye. Just.